Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Dienstag, der 24. März um 17:32 Uhr. Die Neuigkeiten heute? Freudige Nachrichten! Der Bau des Museums von GP Island kann losgehen. Wir werden das Museum an der Stelle errichten, an der Eugenes Zelt gestanden hat. Holy shit, das Spiel ist mega laut für mich gerade, Boys. God damn. So, ist schon besser. Puh. Okay, ohne dass meine Ohren explodieren, geht's weiter. Es tut mir furchtbar leid, euren Forscherdrang heute so auszubremsen zu müssen. Aber ich hoffe, die Tatsache, dass morgen unser neues Museum fertig wird, tröstet euch ein wenig. Das war eine kleine Nachricht, die ich von Eugene an euch weiterleiten sollte. Und by the way, einige von euch haben mich in den Comments wissen lassen, dass der gute Eugen heißt oder ihr ihn als Eugen kennt. Und meine Aussprache ist eine englisch-amerikanische Aussprache mit Eugene. Von daher sollte beides eigentlich richtig sein. Und ich spreche ihn einfach weiter so aus, wie ich es gewohnt bin. Und vielleicht wechsle ich sogar zwischen beiden ab und zu mal hin und her. Was soll's. Aber das war alles. Ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf GP Island. Und damit heiße ich euch auch herzlich willkommen zurück auf der Insel zu einer weiteren Folge Animal Crossing. Und ja, Freunde, es sieht so aus, als wenn wir heute ordentlich was zu erledigen hätten auf der Insel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte ein paar Sachen ansprechen, bevor wir in die Episode reinspringen, weil ich gestern Abend hier gechillt habe. Ich habe legit gestern auch ein Bild getweetet, wo ich hier gesessen habe, entweder so rum oder so rum. Ich glaube, das Bild, was ich getweetet habe, war so rum. Ich habe hier ganz in Ruhe mit der Kameraperspektive gechillt und einfach nur Zeit vorbeigehen lassen. Und währenddessen sind mir ein paar Sachen aufgefallen, beziehungsweise ich habe ein paar Kleinigkeiten im Spiel erledigt, die ich leider nicht alle hundertprozentig aufgenommen habe. Zum ersten habe ich hier gesessen und habe einige noch dieser Dings gesammelt, dieser Muscheldinger hier gesammelt, die immer diese Wassersträhle aus dem Gras rausschießen, sage ich mal. Und, Gras sage ich schon, aus dem Strand rausschießen, so rum. Und deswegen habe ich einige davon zusammengesammelt, ich glaube 19 Stück insgesamt, und habe die auch zu Ködern gemacht, damit wir die mal beim Angeln benutzen können. Da habe ich auf jeden Fall mal Bock drauf, das auszuprobieren. Deswegen gehe ich auch mal ganz kurz hier rein und zeige euch, dass wir jetzt 19 Stück davon haben mit denen im Inventar. Ich bin hingegangen gestern, habe noch eine Runde über meine Insel gedreht. Also ich habe nichts Absichtliches gemacht oder so, aber ich habe noch ein paar Tiere gefangen unterwegs, die mir rein zufällig halt vor die Nase gelaufen sind. Ein paar Sachen hatten wir ja schon hier drinnen gelassen. Die beiden Fische, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich habe noch einen Einsiedlerkrebs dazu gefangen. Einen Sandläufer, eine Wespe. Und den hatten wir auch schon in der Episode gefangen, wenn ich mich nicht täusche. Und noch irgendwas. Auf jeden Fall habe ich noch zwei, drei Viecher dazu gefangen. Tierchen dazu gefangen. Ich habe einen Rollstuhl aus einem Baum rausgeschüttelt. Ironischerweise. Wie auch immer ich das geschafft habe. Und wie ihr hier sehen könnt, steht hier auch eine Geschenkkiste, beziehungsweise so ein Glücksspielding hier, wo man die Kugeln durchrollen lassen kann, wie ihr seht. So typisch nach Lotto-Prinzip. Und das sind auch beide Sachen, die einmal noch aus einem Baum rausgekommen sind. Ich habe zwei Möbelstücke aus einem Baum rausgeschüttelt, gestern Nacht noch, oder gestern Abend noch. Und ich habe einen Geist getroffen. Zu dem Geist blende ich euch jetzt mal hier ganz kurz dementsprechend Footage ein. Ich habe den Guten angesprochen. Und er hat sich erschrocken und hat seine Seelenteile verloren. Und diese Seelenteile, 5 Stück, mussten wir auf der Basisinsel, also hier unten auf diesem Basisding, ohne Flüsse zu überqueren, finden. Und nachdem wir die gefunden haben, blende ich euch jetzt ein, was passiert ist. Ich habe mich dafür entschieden, ein Item zu nehmen, welches ich noch nicht besitze, was ein Fehler war, meiner Meinung nach. Ich wollte nicht gierig klingen, deswegen habe ich nach einem Item gefragt, was ich noch nicht besitze. Aber ich glaube, am Anfang des Spieles ist es besser, wenn ihr nach was Wertvollem fragt, nach was Teurem fragt, weil ihr dadurch halt mehr Kohle kriegt, um alles abzubezahlen, was sich lohnt am Ende des Tages. Von daher solltet ihr wahrscheinlich nach was Teurem fragen, weil ihr am Anfang eh noch nicht alles Mögliche habt. Wenn ihr am Endgame seid und ihr werdet den Geist bestimmt öfter treffen, weil er hat gesagt, dass wir uns bestimmt wiedersehen und dass ihr eine ähnliche Aufgabe von dem bekommen solltet, wahrscheinlich nochmal. Wenn ihr nachher im Endgame seid und alle möglichen Items habt oder hattet,
Dann kann ich mir vorstellen, wenn ihr sagt, ich möchte was Neues haben, dass ihr euch dann spezifischer die Items gibt, die ihr noch braucht. Von daher ist es bestimmt besser hinzugehen und halt nachher nach was Spezifischem zu fragen und halt am Anfang des Spiels nach was Teurem zu fragen, so rum. Okay, aber nachdem wir das jetzt auch noch abgeklärt haben, habe ich hier noch drei Geschenke. Und zwar bin ich noch hingegangen gestern und habe, während ich die Insel erkundet habe, in der Nacht ironischerweise drei Geschenke vorbeifliegen sehen. Und die habe ich auch alle noch nicht ausgepackt. Ein Hosenrock. Detective Hut. Und das letzte Geschenk ist ein Toilettenset. Interesting. Also nur, dass ihr Bescheid wusstet oder wisst, ich habe dementsprechend halt drei Geschenke noch vom Himmel geschossen. Welche, mit der Steinschleuder logischerweise, wovon ich auch eins aufgenommen habe, was ich euch auch mal ganz kurz jetzt hier einblende. Super chillig. Aber viel mehr habe ich auch gar nicht getan. Ich habe noch ein paar Äste gesammelt, weil wir unsere neuen Wackelgegenstände noch herstellen wollten und so weiter und so fort. Und eigentlich wollte ich gestern Abend einen Stream starten und das ganze Gegrinde, was wir in dieser Episode hier zu erledigen haben, im Stream erledigen. Bin ich aber ehrlich gesagt nicht zugekommen, weil mir noch was dazwischen gekommen ist. Deswegen habe ich nur passiv nebenbei ein kleines bisschen gespielt. Ah, Nook, meine ganzen Nook-Shopping-Sachen sind angekommen. Sehr schön. Und Marein hat uns einen Brief zurückgeschrieben. Alles Klärchen? Was für eine coole Überraschung. Hatte echt nicht damit gerechnet, als ich heute Morgen aus dem Bett gepurzelt bin. Wusste ich schon, heute wird ein guter Tag. Freust dich über meine Karte? Bis denne, Mareile. Das ist super dope, dass sie antwortet. Ich mach das mal einen Favoriten da rein. Warum auch nicht? Das finde ich cute, dass sie geantwortet hat. Sehr schön. Oh, und eine Sache noch. Ich habe tatsächlich eine Dose geangelt. Ich habe am Wasser gestanden, habe mehrere kleine Fische gesehen und dachte mir, warum ist dieser eine kleine Fisch vom Design her anders als die anderen? Und habe die Angel reingeworfen, habe eine Dose rausgezogen und die Dose hat ironischerweise uns auch wieder eine DIY-Anleitung gegeben, was ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar könnt ihr etwas herstellen mit der Dose, mit dem Abfall sozusagen, wenn ihr hingeht und die Dose mit Unkraut kombiniert, mit 10 Unkraut, und dann könnt ihr daraus Deko bauen. Und genau das machen wir jetzt auch erstmal ganz kurz. Sehr schön. Aber ansonsten, wie ihr sehen könnt, hat sich hier nichts verändert. Ich habe nichts mehr dazu bekommen oder sonst irgendwas. Alles chillig geblieben. Und ich habe echt nicht viel gespielt off-camera. Eigentlich, wenn es hochkommt, weiß ich nicht. Habe ich vielleicht 5 bis 10 Minuten nochmal nebenbei gespielt. Ansonsten habe ich eigentlich den ganzen Abend nur hier gesessen und halt diese Muscheln ausgegraben. Von daher war es total chillig. Kann ich mich echt nicht drüber beschweren. Hosenrock? Ich meine, ich kann ihn anlassen. Warum nicht? Lass ich einfach mal an. Oh, okay. Toilettenset. Macht Sinn. Gut, dann werde ich die restlichen Sachen erstmal ins Haus bringen und einlagern. Und wir haben natürlich auch ein paar Nook-Meilen noch nebenbei gestern gemacht, weil wir ein paar Sachen gefunden haben. Die habe ich gestern aber noch nicht angenommen, außer die Sachen, die Dailies waren. Alles, was man später noch annehmen konnte, habe ich dementsprechend halt aufgehoben. Ich will das mal ganz kurz tragen. Ach, ist das Pinke gewesen, was wir bestellt hatten. Ich erinnere mich. Gut, dann Sachen können wir auch an die Wand hängen, ne? Da war ja was. Easy. Wollte die Sachen eigentlich gerade ins Lager tun, aber warum? Wir können die Sachen auch einfach hier aufhängen vorerst. Ich weiß, noch sieht das hier alles ein bisschen chaotisch und durcheinander aus, Leute. Aber zu meiner Verteidigung, wir haben auch noch nichts, um es wirklich schön zu machen. Von daher müssen wir uns hier ganz langsam vorarbeiten. Ja, die Schuhe gefallen mir schon besser mit unserem Outfit, so grünlich. Alles ein bisschen chaotisch noch, wenn ihr mich fragt, aber was soll's. Was ist das eigentlich?
Das ist das Bild, ne? Einfach nur ein Bild? Okay. Gut, dann wollen wir mal das hier noch ins Lager packen. Das ist ein ganz schönes Item gewesen. Wenn wir irgendwann ein großes Haus haben, werde ich das bestimmt aufstellen in einer Art Badezimmer. Von daher, das behalten wir. Das Lager. Das hier auch ins Lager. Ich vermisse immer noch eine Inventarsortieren-Taste. Das wäre super. Gab es nicht die Möglichkeit im DS-Spiel, die legit anzupacken, die Sachen? Und dann zu verschieben über den Touchscreen? Wieso gibt es das hier in dem Switch-Teil nicht? Oder muss man das erst freischalten? Das könnt ihr mich mal in den Comments wissen lassen. Kann ich irgendwie mein Inventar auf praktische Art und Weise sortieren? Ich weiß nicht warum, aber seit gestern Abend hört sich das Radio an wie so eine Alien-Station. Da läuft keine gute Musik mehr, es läuft die ganze Zeit der gleiche Rotz und es hört sich die ganze Zeit so an, als wenn irgendwelche Aliens kommunizieren würden. Da fand ich die Musik, als wir das Radio das erste Mal eingeschaltet hatten, deutlich, deutlich entspannter. Ich wollte den Baum nicht schütteln, ich wollte ihn gießen. Okay. Nicht schütteln, gieß das Ding. Das überhaupt was bringt, den zu gießen, weiß ich natürlich gerade nicht. Aber who cares? So, jetzt machen wir jetzt erstmal an die täglichen Sachen ran. Nice. Money. Schmoney, money, money. Jetzt haben wir schon über 40k, über 41k. Sehr, sehr dope. Wo ist denn meine Wackelaxt? Da ist sie ja. Ich habe auch einen Tipp bekommen. Wait a second. Hat sie ihr Haus abgegradet? Ja, wie cool ist das denn? Ja, holy shit, Mann. Ich habe auch einen Tipp bekommen, und zwar, wenn man hingeht und Bäume schüttelt, sollte man die mehrere Male schütteln auf einmal, weil in vielen Bäumen Hidden Items drin sein können. Entweder Tierchen oder... Wie heißt das? Möbelstücke und sowas auch, und Geld und so. Und die meisten Sachen fallen nicht unbedingt beim dritten Mal raus, sondern es gibt auch Momente, wo die Sachen beim vierten oder fünften Mal rausfallen. Jetzt ist die Wackelaxt schon wieder kaputt. Die ist echt Trash. Wir müssen unbedingt unsere Sachen upgraden. Aber gucken wir mal ganz kurz hier rein. Vielleicht können wir ja hier sehen, was ich noch nicht angeklickt hatte. Ja genau, die Wespe ist neu. Der hier ist neu, der Sandläufer. Ups, das wollte ich nicht. Und der Gut ist auch neu. Habt ihr jetzt gerade nochmal gesehen, was ich geholt habe gestern noch? Jetzt sammeln wir mal unsere Nookmeilen ein. Was haben wir denn heute generell für Aufgaben? Holz sammeln, okay. Seebarsch. Verkaufe Unkraut, können wir alles machen, kein Thema. Verkaufe Obst, schieße Ballons ab. Alles easy peasy. Hier haben wir noch das Gute. Das Fangen von Insekten. We take those. Und Muschelgräber. Eine Muschel noch und wir kriegen wieder Bonusmeilen. Muscheln habe ich auch noch ein paar nebenbei aufgesammelt, ja. Das ist ja nicht wirklich relevant. Das gab eine Menge Punkte. 1000. Crazy. Gruselige Geheimnisse. Das habe ich gemacht. Das habe ich euch ja auch eingeblendet. Mit der unheimlichen Entdeckung, mit Boohoo. Jeden Tag auf der Insel. Ja, wir sind jeden Tag aktiv, wir spielen jeden Tag Animal Crossing. Oh, der leuchtet ja in zwei verschiedenen Farben. Holy Macaroni, komm her. Dich will ich.
Oh, er hat eigentlich nur eine Farbe. Es sah im Licht nur so aus. Ein Himmelsfalter. Mein Kescher war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ey, let's go, let's get it. Komm ran hier. Na, egal. Lass mich mal bitte wissen in den Comments, ob ich so kleine Aktivitäten wie die ich gerade mache, offscreen machen soll. Oder wollt ihr das onscreen sehen, wie ich hier halt farme? So tägliche Sachen wie alle Bäume abfarmen, Holz farmen, den Stein farmen und sowas alles. Das sind eigentlich tägliche Aktivitäten, das wird jeden Tag immer das gleiche sein. Wollt ihr das im Let's Play mitsehen? Oder wollt ihr, dass ich das skippe und für mich persönlich mache? Weil das sind immer diese Momente, wo wir dann wahrscheinlich wenig Progress machen werden. Das gehört zu Animal Crossing auf jeden Fall dazu, aber... wenn wir immer das gleiche machen, kann ich mir vorstellen, dass es auf Dauer langweilig wird. So, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Axt. Wir hatten noch eine Wackelaxt. Aber jetzt haben wir auch genug Holz, um eine Steinaxt herzustellen. Dann graden wir die direkt mal ab. Sehr schön. Können wir noch irgendwas anderes upgraden, wenn wir schon mal dabei sind? Wir können den Kescher upgraden. Dann machen wir es doch direkt mal. Haben wir das auch upgegradet, das Werkzeug? Sehr schön. Normale Gießkanne können wir auch upgraden. Versuche ich jetzt erstmal alle Upgrades zu kriegen mit den geupgradeten Werkzeugen. Können wir dann die Mats für Nook zusammen sammeln. Eine bessere Angel. So. Schaufel haben wir ja schon. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist die neue Axt hier. Dafür brauchen wir eine Wackelaxt und Holz. Das heißt, wir bauen erstmal die hier. Und jetzt müssen wir noch mehr Holz holen. Dann wollen wir doch mal. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, was wir alles genau brauchen für Tom Nook, für den Laden abzugraden. Irgendwas mit 30 davon, 30 davon, 30 davon. Aber brauchten wir auch 30 normales Holz? Weil das normale Holz droppt mit Abstand am wenigsten. Wir bekommen super viel von den verschiedenen Holzarten und so weiter. Aber das normale Holz, das droppt mit Abstand am wenigsten halt, was ein kleines Problem darstellt. So, wir hauen einfach weiter auf die Bäume drauf und farmen so viel Holz, wie wir können. Gerade wenn wir jetzt Werkzeuge haben, die nicht so schnell kaputt gehen, ist es super chillig. Man kann einfach, hupsala, man kann einfach von Baum zu Baum rennen, die Dinger massakrieren ohne Probleme. Die Mats einsammeln, man profitiert davon halt mega, was cool ist. Weil man einfach ungestört arbeiten kann, anstatt alle 5 Sekunden hin und her zu laufen und jedes Mal wieder neue Werkzeuge bauen zu müssen. Das ist auch einer der Gründe, warum der Progress am Anfang des Spiels so delayed ist. Und man das Gefühl hat, die ganze Zeit nur das Gleiche zu machen. Einfach nur, weil man halt... Oh, schade. Ich dachte, ich hätte eine Chance. Die letzten 2 habe ich gefangen. Aber bei den letzten 2 hatte ich von Anfang an auch... den Kescher ausgerüstet. Aber, das ist mein 3. Ding. Damit bin ich meiner Dings näher. Ablegen doch nicht benutzen. Ey, damit sind wir der Dings näher, unserer Wand, die wir damit bauen können.
Das ist das Gute daran, wenn man immer Medizin dabei hat. Man kann legit einfach hingehen und sich heilen. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass Medizin eins der wenigen Items ist, was einen permanenten Itemslot eventuell verdient hat. Nicht unbedingt, man kann sich das auch holen gehen und dann immer hin und her laufen und halt hin und her wandern, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich weiß nicht, ich finde es ganz nett, das dabei zu haben, weil man sich dadurch auch ein bisschen Zeit spart. Natürlich nimmt das einen Slot weg, aber ich finde das gar nicht ganz so schlimm. Gimme, 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 gimme. Das ist legit meine Lieblingsbeschäftigung in dem Spiel. Aber hier droppt nichts rundherum, weil hier zu viel Unkraut ist. Da können halt keine Items auf dem Boden landen. Macht Sinn. Das ist unsere Goldstelle für den Tag. Eine Person hat mich wissen lassen, dass man da wohl Geld anpflanzen kann. Wie genau das funktioniert, was ich da machen muss, weiß ich nicht. Aber man kann anscheinend Geld in die Stellen hier reinschmeißen. Und dadurch einen Baum anpflanzen, einen Geldbaum oder so. I don't know. Hatten wir hier nicht auch irgendwo einen Baum angepflanzt? In einem goldenen Loch? Ja, hier. Aber der scheint einfach nur ganz normal zu wachsen, der Baum hier. Ah, seht ihr? Hat tatsächlich geklappt. Wir haben einen Baum eingepflanzt und der Baum... Oder das Geld eingepflanzt und der Baum... Wow, wieso hat sie gerade so ausgiebig geschüttet und nicht nur auf eine Position drauf geschüttet wie sonst, wie ich es gewohnt bin? Das ist ja weird. Whatever. Whatever. Menge Steine. Bin ich gerade der größte Steine-Fan, weil wir schon so viele davon haben. Man kann die übrigens ja auch zertrümmern, die Steine. Ich habe mir dazu meine Information geholt. Wenn man 10 Früchte isst, wird man super stark und kann halt ganze Bäume ausschaufeln. Aber man kann auch die Steine zertrümmern, um noch mehr Mats daraus zu bekommen. Macht allerdings nur geringfügig Sinn aufgrund der Tatsache, weil man damit seine Ressourcen zerstört und die ewig lange brauchen, um nachzuspawnen, die Steine. Ja, davon haben wir ja schon so viele. Und wie gesagt, dieses Nachspawnen dauert super lange. Deswegen sollte man das auf seiner eigenen Insel am Anfang des Spiels nicht machen. Wo sich das allerdings lohnt, ist, wenn ihr Meilentickets benutzt von Nook. Dann könnt ihr die Steine auf der Insel da abfarmen und könnt danach die Steine auf den fremden Inseln zerschmettern, sodass ihr dann da halt nochmal Bonusmaterialien rausbekommt. Das hätte ich wissen müssen gestern, als wir auf der Insel waren. Da wusste ich das aber leider noch nicht. Oh, meine Taschen sind voll. Ja, dann lass es erstmal da liegen. Wie sehen unsere Taschen denn jetzt aus? Wir haben... eine Menge von allem Möglichen. Aber 30 scheint hier am Max-Stack zu sein gerade. Was ganz cool ist. Holz, Weichholz. Wir müssen auf jeden Fall noch eine ganze... Ah ne, wir haben hier auch schon Weichholz. Ich wollte gerade sagen, aber Holz müssen wir noch eine Menge mehr farmen. Ich räume mal ganz kurz mein Inventar auf. Ja, ich muss mal ganz kurz mein Inventar aufräumen. Wir haben noch so viele Möglichkeiten, mehr Items einzustecken, etc., etc. Das verkaufen. So, ich möchte verkaufen... meine Orangen. Das Unkraut. Das Ding. Die 5
Bonussteine, die ich gerade noch nicht brauche. Und die Bonusäste. Einverstanden, einverstanden. Die Firma dankt. Und jetzt gehe ich auch direkt mal hin und klicke an, wie kann ich dir behilflich sein, zum Ladenbau. Moment, bitten wir unsere Wertinselbewohner um Baustoffspenden für den Laden, den wir bauen wollen. Ich will beitragen. Oh, etwas spenden, das hört man gern. Da danke ich im Namen des ganzen Unternehmens. Du hast ja Weichholz und Hartholz dabei. Wolltest du uns vielleicht 30 Stück von beiden spenden? Ja, hier, bitte. Einmal das. Ein Hoch auf die Großzügigkeit. Mit dieser Spende haben wir die Hälfte der Sachen beisammen. Dafür gibt es ein kleines Dankeschön. Hier von mir. Hier für die edle Spenderin. Ein Mini-Kühlschrank und eine Fleece-Shorts. Oh, okay. Sweet. Wir würden uns schrecklich freuen, falls du uns auch mit dem restlichen Baumaterial helfen könntest. Sure, warum nicht? Aber das restliche Baumaterial war was? Was brauche ich da noch ganz genau? Ja, ist okay. Was war noch nötig? Wir brauchen Holz, Hartholz, Weichholz und Eisenerz. Das heißt, wir brauchen noch Holz und Eisenerz. Wir haben gerade 17 Holz und 26 Eisenerz. Wir brauchen also noch ein paar Steinchen, um damit eventuell Eisenerz zu farmen. Und wir müssen noch ein paar mehr Bäume massakrieren für Holz. Das Einzige, was mich ein bisschen mad macht, ist, dass Eugene immer noch geschlossen hat. Ich habe extra die ganzen Sachen aufgehoben, um sie denen zu geben. Und habe sie sogar in meinem Haus eingelagert. Und ich kann definitiv schon vorhersagen, dass das nächste Mal, wenn wir da hingehen, wir eine ganze Ladung an Items abgeben werden. Und uns auch ziemlich lange mit dem Guten unterhalten werden, auf jeden Fall. Aber dass er jetzt heute den ganzen Tag Bauarbeiten hat, das war unerwartet. An dem Stein hier waren wir noch nicht. Brauch keine Steinchen. Oh, was ist das Goldene da? Okay, die Sachen nutzen also auch ab, auch die Steinäxte und so weiter. Holderz, what? Aber es ist nicht schlimm, dass die Sachen abnutzen. Ganz im Gegenteil. Die hat deutlich, deutlich länger gehalten als die ganzen anderen Sachen. Und daher bin ich gar nicht mad drüber. Das Problem ist, es kostet alles Holz. Und genau das farmen wir eigentlich gerade, um es abgeben zu können. Aber was soll's, ich baue es trotzdem. Okay, cool. Einmal Items einlagern, bitte. So, du auch ins Lager. Du bist auch neu, du gehst auch ins Lager. Ist legit einfach nur ein kleiner Kühlschrank, ja? Okay. Und was haben wir noch gekriegt? Das hier. Alles gleich hässlich. Gut. Golderz. Noch nie gesehen, scheint seltener zu sein. Kann auch mal ins Lager gesteckt werden, werden wir wohl so häufig nicht finden und dementsprechend auch nicht so häufig stacken. Brauche ich gerade nicht, kommt so lange auch ins Lager.
Mach das Radio mal aus. Ich habe lieber Totenstille hier als irgendwelche außerirdischen Stör- oder Notrufsignale. Super weird. Macht mich ja schon so ein bisschen paranoid, wenn ich ehrlich bin. Der sieht cool aus, Mann. Ich bin ja echt kein Fan von Insekten. Generell nicht, aber... whatever. Okay. Heute kriegen wir richtig Nuckmeilen rein, was auch richtig gut ist. Wow. Vor allen Dingen, das deckt sich auch. Am Anfang kriegt man so wenige und wenn man halt die zweite, dritte Belohnung dafür freischaltet, bekommt man statt 300 schon 500 und das macht sich halt deutlich bemerkbar dann auf dem Nuckmeilen-Konto. Wenn ihr versteht, was ich meine. I like that. Muscheln sind auch wieder hier und so weiter und so fort. Flaschenpost. Hallo Glückspilz, als ich heute vor die Tür trat, traf mich ein Regentropfen und die Inspiration für eine Anleitung. Ich hätte sie behalten, doch Eigenlob kann langweilig werden. Probier sie mal aus. Dein Ideenmeister Kai. Deko-Ente. Okay. Cool? Fragezeichen. Ich habe das Gefühl, die meisten Bäume hatten wir jetzt hier schon zwischen. Natürlich nicht alle und ich habe ja nicht genau gemerkt, welche wir schon zwischen hatten, welche nicht. Aber die meisten hatten wir schon zwischen. Das bedeutet, eigentlich können wir perfekt über unserem Dings hier weitermachen. Über unserem Fluss. Weil hier drüben waren wir für heute noch nicht. Oh shit, wir sind so am Arsch. Ha! Get fucked! Outplayed, easy peasy, lemon squeezy, gib mir, gib mir. Nicht nochmal, nicht mit mir. Einmal gestochen werden am Tag reicht. Unser Outfit ist nichts Besonderes, aber irgendwie mag ich die Farbenkombination. Das Einzige, was nicht dazu passt, obviously, ist die Mütze. Aber die habe ich einfach nur angezogen, weil sie neu ist. So, wie sieht's aus? Haben wir jetzt genug Holz? 30 Holz, sehr schön. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen noch 3 Eisenerz. Dann wollen wir doch nochmal gucken, ob wir noch ein paar Steine finden. Da ist ein Geschenk. Ey, sehr schön. Perfekt. Ein Märchenkleid. Lol, das Kleid ist, sieht cool aus. Sieht echt cool aus. Hat sich gerade unsere Hose verändert? Ja, weil man keine Hose zusammen mit einem Kleid tragen kann, sondern nur T-Shirts mit Kleids. Whatever. Lassen wir das erstmal an. Vielleicht finden wir noch was, was dazu passt. Die Schuhe sind ganz in Ordnung dazu. Bisschen zu hell, aber was soll's. Hier war irgendwo noch ein Stein. Ja, hier ist ein Stein. Ich wusste es doch. Aber ich muss vorher mal das Unkraut wegmachen, damit die Steine auch hier spawnen können. Eins. Nur einen gekriegt. Brauchen wir immer noch 2 Stück.
Jetzt bereue ich es, die Axt gebaut zu haben, Freunde. Weil die Axt geht jetzt natürlich hin und... fickt uns so ein kleines bisschen, weil die Materialien verbraucht hat. Waren hier drüben auch noch irgendwo Steine? Hier oben nicht, aber hier oben haben wir den Geist getroffen. Hier kann man nicht lang, ne? Nope. Wäre zu schön gewesen. Vielleicht kann ich da später das Land ein bisschen flach machen, um dann eine Verbindung zu schaffen, hinter der Insel hinweg so. Noch einen Stein scheine ich nicht zu haben. Das gefällt mir gar nicht. Das heißt, wir bekommen die Sache erst morgen fertig, oder was? Ugh. Das ist natürlich ätzend. Es sei denn, ich würde mir ein Nook-Ticket holen und damit auf eine andere Insel fliegen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber die Folge geht schon wieder viel zu lang. Eigentlich hätte ich die Folge schon lange beenden müssen. Der einzige Grund, warum ich das noch nicht getan habe gerade. Ups, das wollte ich nicht. Der einzige Grund, warum ich das gerade noch nicht getan habe, ist, weil ich unbedingt das noch fertigstellen wollte, diese Episode. Aber daraus wird es wohl anscheinend nichts. Ärgerlich. Naja, okay, Leute, ich würde sagen, beenden wir hier die Episode für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, einen Daumen nach oben, abonniert zum Kanal, um keine zukünftigen Folgen mehr zu verpassen. Und ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen super tollen Tag auf eurer Insel und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.